Hallo ihr Lieben, noch befinden wir uns im Sonnenjahr und noch immer können wir es zum Wendepunkt unseres Lebens machen. Denn schon Konfuzius sagt, du kannst den Hahn zwar einsperren, aber die Sonne geht trotzdem auf. Ja, so ist es und das könnte ein Motto sein und nicht nur für eine bestimmte Zeit. Nein, für die Zeit unseres Lebens. Dieses Motto kann man in allen Lebensbereichen anwenden. Doch eines musst du tun. Erkenne das Licht in voller Größe, das dir die Sonne schenkt. Du glaubst es nicht? Ich sage dir, es ist das Licht der Sonne, das sich speziell in diesem Jahr zeigt. Denn die Sonne ist das zentrale Gestirn am Himmel und hat zu jeder Zeit für uns Menschen eine überragende Bedeutung. So wissen wir, dass alle Planeten unseres Sonnensystems um die Sonne kreisen. Sie ist eine Gottheit. Die Sonne gilt als Symbol für Lebensfreude, Bewusstsein, Erleuchtung und Entwicklung. Im Ursprung der Menschheit hat sich der Himmel auf unserer Erde in den Meeren und Seen gespiegelt. Gott aber hat Himmel und Erde geschaffen und nicht Himmel und Hölle. Mit dem neuen Zeitalter und den damit verbundenen Erkenntnissen können wir die Hölle, die von den Menschen geschaffen wurde, transformieren und wandeln, indem wir mit unserer schöpferischen Kraft eine Zeit des Friedens schaffen. Dieses Sonnenjahr 2017 hilft uns dabei, indem wir numerologisch die Zahl 2017 in der Quersumme berechnen. Und die ist 10. Die 10 steht für den Wendepunkt des Lebens, was die Bedeutung für neue Wege und große Umbrüche hat. Numerologisch betrachtet steht die 1 und die 0 für das Schöpferische, mit der Notwendigkeit, dass wir unsere Fähigkeiten manifestieren. Wir spüren, dass die Sonne in uns immer stärker wird, der Egoismus aber kleiner. Plötzlich bekommen wir immer wieder neue Ideen und neue Empfindungen. Das Licht erreicht eine unbegrenzte Weite und Größe. In bisher unbekannter Ausnahmslosigkeit unseres Lebens. Wir sehen die Gratwanderung zwischen Demut, Großartigkeit und Größenwahn in einer bislang unbekannten Kraft. So werden wir Schöpfer unserer eigenen Realität. Nehmen wir die Kraft der Sonne in uns auf und richten die Energie auf unser Leben aus. Wandeln wir einfach unsere Gedanken und Gefühle in Taten um und lenken diese in Liebe. Dann wird das Sonnenjahr auch für uns ein Jahr der Meisterung und Selbstliebe. So lautet unser Resümee für das Sonnenjahr 2017. Es wurde zum Wendepunkt unseres Lebens. Ein Leben in Frieden und der Wandlung. Und bedenkt, das Sonnenjahr ist noch nicht zu Ende. Ich wünsche euch bei all eurem Tun viel Glück und den Erfolg mit lichtvoller Liebe. Eure Diria.